Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu Weekend League Belohnungen, zu Premier League Team of the Season Weekend League Belohnungen. Wir haben noch ein Game offen, wir haben die 14 Siege, das heißt, wir haben auch das garantierte Back. Letzte Game schenken wir noch her und ich sitze hier um 4.24 Uhr. Hatte ein bisschen Stress, dass ich die Weekend League fertig bekomme, denn Wochenende war ich nicht zu Hause, war mit meiner Freundin in Paris und habe mit der Weekend League inklusive Quali am Dienstag angefangen. Dienstag am Abend, mittlerweile haben wir schon Mittwoch, wie gesagt, bald 4:30 in der Früh. Ich mach's nicht noch einmal. Ich will nicht noch einmal eine komplette Weekend League inklusive Quali in einem durch. Und man sieht es eh hier, Weekend League, sie geht noch 4 Stunden und 34 Minuten. Ja, ein paar Packs habe ich auch schon geöffnet. Die schneide ich auch noch rein. Da habe ich ein paar Team of the Season gezogen. Ein paar nette, ein paar weniger nette. Ich glaube, die besseren schneide ich rein. Die anderen lasse ich bleiben. Zahlt sich nicht aus. Dann haben wir noch ein garantiertes Team of the Season Pack von den Squad Battles Belohnungen. Noch ein garantiertes Team of the Season Pack. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ja, öffnen wir alles. Und ich würde sagen, wenn euch das ganz gefällt, über ein Like, Abo, Kommentar, würde ich mich riesig freuen. Und ja, ich würde sagen, wir haben halt 5. Ich schränke das letzte Spiel hier. Und auch jetzt, merkt euch das. Wir schenken die Spiele her. Wenn man nichts mehr braucht, man geht nicht bei 0-0 raus. Nein, das macht man nicht. Man schenkt die Spiele her. Da, das ist egal. Da, den steckt man da jetzt rein. Komm, wird hergeschenkt. Suchen wir den letzten Gegner noch. Dann haben wir 14 Siege. Ja, okay. Kommt doch was. Kommt doch was. Übrigens, das Icon-Pack habe ich auch gemacht, das 90-Pluser, was da gibt. Da waren 3 Meter Wildcards drin. Der beste war Raul 92, der ist mittlerweile schon SPC, denn ich habe Konaté angefangen. Sehen wir uns jetzt noch schnell das Team ab. Ja, Rot-Weiß Essen, GG Bro. GG Bro. Sias, Venderic, Konaté, ja, nice Team. Hoppala, nice Team. Komm, da, zurückpassen. Zurückpassen. Wir drücken auf Pause. Ja. Ich glaube, einer der wenigen, der was noch Siege herschenkt. Ich hatte eine Gegner, mit zwei, die was bei 0-0 rausgegangen sind und keinen Sieg bekommen. Die komplette Weekend League, aber wir haben es trotzdem geschafft. Rang 4 und boah, es war anstrengend. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich bin hundemüde. Aber holen wir das Ganze ab. Wir haben 2 Player Picks, 1 von 4 Premier League Darts. Dann 85 x 3, 100k Pack, ultimatives Pack und das garantierte Team of the Season Pack, wo 3 drinnen sind, leider untauschbar. Und 50k. Und hier haben wir es jetzt. Und bevor wir reingehen, schneide ich jetzt noch ein, zwei gute Picks und Packs ein, die ich hatte. Und ja, dann gehen wir rein, würde ich sagen. Gönn was Blaues, gönn was Blaues. Ja, 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 Brasil, IV, Gabriel. Okay, okay, mein erster Premier League Team of the Season. Dein Teamkollege wäre mir lieber gewesen, dein IV-Teamkollege, aber okay. Ich glaube, der ist nichts wert, oder? Der kostet Arschritze. Ich glaube, der kostet Arschritze, oder? Ja, komm! Das ist ein Double. Das ist ein Double. Komm, irgendwas fürs Team. Gönn irgendwas fürs Team. Wer ist das? Wodka. Ja, Wodka. Ja. Nein. Nein. Einfach nein. Ich glaube, das ist der billigste vom Premier League Team. Auf die Season, oder? 90x2. Ja, komm. Ich dachte, Haaland. Ich dachte, Haaland. Ach du Kacke. Ich dachte, jetzt kommt Haaland. Und dann kommt Gucho Hernandez. Oh, Alter, ich drück nichts und mein Controller macht automatisch Sachen. Oha, 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 oha. 68 mal 3, blau? Ja, blau? Mit Versprecher? Wo ist er? Oh. Oh. Ja, okay, Double, was dahinter? Was ist das? Oh ja, die.
schon okay. Hey, gegen die habe ich in der Quali mal gespielt und die hat geschossen und es war ein Tor. Einfach Schusstor die ganze Zeit. Ist die was wert? Hey, die 96, Junge. So, hier sind wir jetzt wieder bereit für die Player Picks, Team of the Season. Ich sag's, wie es ist. Saliba, Haaland oder Van Dijk. Was anderes brauche ich nicht wirklich und über die einen von den drei. Yay, einfach einer von den drei. Komm. 3, 2, 1. Erster Pick. Gönn was. Nein. Alisson ist gefühlt in jedem Pick drin. Und seit wann ist die Karte, die man auswählen will, nicht mehr umrandet? Yay. Seit wann ist das? Den habe ich tatsächlich auch schon gezogen. Also ja, komm, gehen wir mit Rating. Alisson. Und den letzten Pick machen wir, 3-Pick, dass ein bisschen spannender wird. Wir gehen auf Vollbild, ich schaue nicht hin. 3, 2, 1, es geht auf. Komm, eine gute Karte. Und in-game, und wir haben Ben White. Naja, nicht so. Über den rede ich nicht. Wieder ein Gabriel. Wieder Alisson. Alisson nehme ich jetzt nicht noch einmal. Ich nehme hier Ben White mit. Naja, die Picks waren jetzt nicht so, ehrlich zu sein. Ben White probiere ich vielleicht mal aus. Auf der RV-Position, weiß ich noch nicht. Aber enttäuschend. Bisschen enttäuschend das Ganze. Gehen wir rein. Was war's? 100k Pack, ultimatives Pack und 85x3. Tun wir gleich einmal das 100k Pack. Hier ist es. Hier sieht man dann nicht Dots-Garantie. Da ist noch irgendein Dots-Garantie. Komm hier rein, ultimativer Pack. Wer blau? Es wird nichts blau. Es wird Deutschland, es wird Torhüter, es wird Manuel Neuer. Double Walkout vielleicht? Nein, jetzt nicht. Es wird so Manuel Neuer mit einem 87er Rating, was er mittlerweile nur mehr hat. Und wenn ich ein bisschen leiser rede, tut es mir leid, denn wie gesagt, es ist 5:30 in der Früh, ich kann jetzt nicht so herumschreien. Dann gehen wir jetzt rein ins ultimative Pack. Hier ist es. 30. Ja, Team of the Season, komm. England. Stürmer. Wer ist das? Ah, die habe ich schon zweimal gezogen. Russo. Okay. Naja. Kein Double Walkout, einfach nur Russo. Oh. Jetzt gehen wir rauf hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen was frei. Dann gehen wir direkt rein ins 85x3. Die anderen Bags, ich weiß nicht, die werde ich vielleicht unter der Woche noch aufmachen, aber jetzt nicht. Da kommt 85x3, Back to Back was? Ja, wieder Russo. Mit Back to Back habe ich nicht Back to Back Russo gemeint, ey. Ah, das ist ein Double Walkout, dahinter ist noch was. Dahinter ist ein normaler Team of the Season. Das. Muss leerer. Na gut. Double Walkout. Zweimal nettes SPC-Foto, würde ich sagen. Und ich glaube, das Pack mache ich zum Schluss auf. Das Premier League. Ah, dann, ah, da, Team of the Season, garantiertes Back. England, komm nicht, Ivo. Arsenal, das ist ein Gabriel. Nö, das ist kein Gabriel, das ist ein Wuppenboy. 90er Rating. Ist das ein Live? Nö, das ist das Aktuell, ich weiß nicht, von wo dieses Back kommt. Ich weiß es echt nicht, vielleicht hätte ich mir das Pack noch aufsparen sollen, aber ist ja egal. Dann jetzt hier rein in das Pack von den Squad Battles Belohnungen, komm. Ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, ich war der festen Überzeugung. Ja, ist egal. Ich verstehe es nicht, was in den Packs drin ist, aber mein Geil ist da. Naja. Und dann gehen wir noch rein ins letzte Pack. Ich würde sagen, das garantierte Team of the Season Pack.
Was in den SPC-Bereich ist, das hebe ich mir noch auf. Das mache ich jetzt hier nicht auf. Und deswegen wird das letzte Pack. Und wie gesagt, Van Dijk, Saliba, Haaland. Eins von den drei. Es wird nichts werden, aber ich mache das Ganze mit der Nase auf. Komm. Komm. Brasilien. Torhüter. Alisson. Und dahinter was Besseres. Der hat hohes Rating. Ja! Ja! Unser Lieber! Ja! Es ist jetzt nicht der wertvollste im Team of the Season, aber ich brauche einen IV. Das ist big. Das ist für mich big. Und wer ist der Dritte? Watkins, okay. Watkins jetzt nicht so, aber Alisson unser Lieber. Alisson unser Lieber. Alisson eigentlich egal, aber unser Lieber. Was ist der Wert? Ah, 500k vielleicht, soll er 500k wert sein. Aber nice, der kommt sowas von in mein Team. Und ja, dann war's das von diesem Video. Ich sag danke fürs Zuschauen, haut's rein, ich wünsche euch was und Like-Abo nicht vergessen. Ciao, bis dann.